Hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Heute bei uns Sonorus. Hi. Grüß dich. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe euch heute ein bisschen an Hard Trance mitgebracht. Acid, Early Hardcore, das sind die Genres, in denen ich gerne ein bisschen switch. Es ist auch ziemlich verwandt zueinander, aber trotzdem habe ich es gerne ein bisschen abwechslungsreicher. Angenommen, man ist so ein Noob wie ich, wie kann man die einzelnen Genres jetzt ein bisschen differenzieren? Also die Hard Trance und Early Hardcore, die haben halt die Eigenschaft, dass die Baseline sehr hart ist und verzerrt. Beim Acid sind es mehr die klassischen Acid-Sounds, die was halt im Vordergrund stehen. Aber ja, das ist eigentlich das Grobere von dir. Wenn man anfängt zum Auflegen, dann nimmt man sich doch immer irgendwas Einfaches. Das klingt ein bisschen komplizierter. Ja, natürlich habe ich mit ein bisschen Einfaches angefangen, das war eher mit Techno, dass ich halt ganz einfach die Basics drauf habe. Beatmatching, das richtige Einfaden, das richtige Einschupfen. Das ist halt, da ist Techno dankbarer. Da gibt es halt keine Bassline, sondern nur halt die Kicks, auf die du dich konzentrieren musst. Und ja, habe ich mit dem natürlich angefangen. Das heißt, wie lange legst du jetzt schon auf? 2 Jahre, 2,5 sowas. Ich bin ziemlich spät erst dazugekommen, aber ich habe schon eine gefunden, übel viel, deswegen. Was heißt Sport? Weil alle deine Kollegen schon auflegen und du hast als letzter aufgehört? Ja, es ist mehr Sport, weil die anderen Leute, die was ich so beim Madhouse gesehen haben, 10 Jahre, 7 Jahre, es sind alle schon alte Hasen im Business sozusagen, aber ja, man braucht immer Newcomer. In der Tat, und ich glaube, es war immer schon eine große Variation da von Neuen und Alten und das ist okay. Ja, genau, das ist wichtig, ganz einfach. Das heißt, Ayo Techno und dann Ayo Acid heißt die? Nein, also ich muss ehrlich gesagt sagen, Techno, ich meine, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr auf den Geschmack gekommen, aber ich habe es wirklich nur genommen, damit ich halt gut in das Spülen reinkomme mit den Plattenspielern. Ja, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem neuen Genre, was ich auflegen kann, und da habe ich jetzt eben Techno ein bisschen reingefunden und ja, suche mir jetzt die Platten zusammen, aber ja, dabei bin ich nur beim Hard Trance. Wo legst du so grundsätzlich auf? Wo wirst du gebucht? Gebucht, wir haben halt ganz einfach unser eigenes Soundsystem. Wir werden auch von anderen Leuten gefragt, hey, könnt ihr da auflegen? Es ist nicht wirklich Geld dahinter, es ist ganz einfach der Spaß, die Leute. Man soll Spaß an der Musik haben und das Geld ist wirklich nebensächlich. Hauptsache wir steigen halt mit null aus der Party aus. Ihr habt ein Soundsystem. Genau. Was ist denn? Voodoo People Soundsystem. Also wir sind die Voodoo People. Wir bestehen aus 10 Leuten, 5 von denen spielen. Die anderen haben alle andere Themen wie Aufgaben, wie. Ich meine, natürlich üben es alle beim Spielen. Das ist natürlich, dass wir halt alle gut zusammenpassen, aber wie zum Beispiel Grafiker oder ganz einfach Leute, die was über die Boxen auskennen oder halt so richtige PA-Techniker. Es ist halt quer durch die Menge, was man die Leute halt braucht. Wir haben sie gefunden, es funktioniert gut. Es passt. Ein Soundsystem ist ein bisschen so eine Do-It-Yourself, eine DIY-Geschichte. Da baut man sich die Boxen selbst und man baut sich alles selbst. Jein. Es gibt natürlich die Option, dass du es selber baust, aber ich glaube, wir haben einfach nicht das Know-how dazu, dass wir die Boxen selber bauen, deswegen haben wir sie alle gekauft. Mhm. Aber das heißt Soundsystem, fette Boxenwand, fette Musik und einen ganzen Tag tanzen oder zwei? Die Boxen sind schon groß, der Sound ist auch gut, aber ja, es ist eine Nacht, also mehr geht nicht. Also, Wahnsinn, da haben die vielleicht viele Leute ein falsches Bild von denen, wie das halt wirklich abbrennt. Das ist nicht, ja, verzerrt ganz einfach. Du hast gesagt, du möchtest jetzt so Techno hinentwickeln und genau. Ich sehe, du hast ja mit Platten aufgelegt. Das heißt, immer schon bei Platten gewesen oder das Medium gewechselt? Nein, immer schon bei Platten gewesen. Also ich hab's nur so kennengelernt. Hab natürlich auch lange gebraucht, dass ich eine finde mit Platten, weil es ja trotzdem ein bisschen schwieriger ist, aber ja, die Liebe zu den Platten ist da und ich glaube, ich werde niemals umsteigen. Siehst du dann ein bisschen laut, wenn ein DJ daherkommt mit 2 USB-Sticks und du einfach einen Koffer ertragen musst? Nein, es ist jeden seine eigene Option. Es ist halt einfach, wie man es mag. Ich sammle da halt so andere Schallplatten von allen Musikgenren und das ist halt einfach ein Hobby, eine Leidenschaft zu den Schallplatten, ganz einfach. Und da geht man das natürlich gerne
Aber uns dann in der Sonne ein bisschen schmerzen, ein bisschen springen, aber es ist okay. Das sind halt die Schallplatten. Aber wir werden nie von einer trennen. Ja, wir werden uns jetzt von dir trennen. Danke fürs Dasein. Vielen Dank, ich sage auch für die Einladung. Dankeschön. Nur irgendwelche Fragen? Danke. Danke fürs Zusehen.